Nächste Rednerin, Barbara Woltmann für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich muss das mal ein bisschen tiefer wieder machen. Okay. Die großen Herausforderungen aufgrund des hohen Flüchtlingszuzugs, die uns seit Ende des vergangenen Jahres zum Handeln zwingen, sind längst noch nicht überwunden. Obwohl es uns gelungen ist, durch mehrere Gesetzespakete und Personalaufstockungen an den richtigen Stellen wieder Ordnung in das überlastete Asylsystem zu bringen, liegt noch viel Arbeit vor uns. Schwierige Zeiten erfordern entschiedenes Handeln, und die bislang getroffenen Maßnahmen belegen, dass der Gesetzgeber handlungsfähig ist. Wir haben den ungeregelten Zuzug von Migranten weitgehend unterbunden und sind zu einem geordneten Verfahren zurückgekehrt. Im Februar diesen Jahres haben wir mit der Verabschiedung des Asylpaketes II einen zugegeben schwierigen, aber wichtigen Schritt getan. Und dazu gehört, dass für diejenigen Flüchtlinge, die subsidiären Schutz erhalten, ein Familiennachzug, der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt wird. Subsidiär Schutzberechtigte, also Menschen, die vor Bürgerkrieg fliehen müssen, bleiben in der Regel auch nicht auf Dauer in Deutschland. Das ist ja generell so. Auch die GfK-Flüchtlinge bekommen nur ein Schutzrecht auf Zeit. Ihr Status wird nach 2 Jahren überprüft und, falls die Situation im Herkunftsland sich verbessert hat, auch nicht verlängert. Und ich halte es auch für gerechtfertigt, einen dauerhaften Bleibetitel abzuwarten, bevor die Familie nachkommt, um nicht ganze Familien wieder zurückschicken zu müssen. Und dabei ist wichtig, die Aussetzung des Familiennachzugs betrifft diejenigen Menschen, die ihre Anerkennung als subsidiär Schutzberechtigte nach dem 17. März 2016 erhalten haben. Nur diese sind von dieser Regelung betroffen. Wir erinnern uns, im Jahr 2015 wurden die meisten Asylverfahren von Antragstellern, vor allem aus Syrien, im schriftlichen Verfahren ohne persönliche Anhörung bearbeitet. Die individuellen Fluchtgründe hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in dieser Zeit nicht erfasst. Und so konnte leider auch Missbrauch betrieben werden. Das war ein unhaltbarer Zustand, der so nicht bleiben konnte. Und vor diesem Hintergrund haben wir mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren am 17. März 2016 beschlossen, alle Asylantragsteller unabhängig vom Datum der Einreise wieder persönlich anzuhören. Und ich halte dies auch für eine richtige Entscheidung, denn nur so können wir feststellen, welcher Fluchtgrund den Einzelnen nach Deutschland geführt hat und welcher Flüchtlingsstatus der richtige ist. Seit Wiederaufnahme der persönlichen Anhörung ermittelte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei syrischen Antragstellern vermehrt, dass viele Menschen zwar vom Bürgerkrieg betroffen sind, jedoch nicht individuell verfolgt werden. Und nur das führt nach der geltenden Rechtslage zur Gewährung subsidiären Schutzes. Ein Beispiel: in allen Landesteilen Syriens kann eine individuelle Verfolgung im Sinne des § 3 Asylgesetz, also wegen Rasse, Religion, politischer Überzeugung, stattfinden, sowohl durch die syrische Regierung als auch durch den IS. Und wenn eine solche individuelle Verfolgung festgestellt wird, dann erfolgt eine Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Und von Januar bis September 2016 wurde diese Flüchtlingseigenschaft bei 142.000 schutzberechtigten Syrern festgestellt. Liegt aber eine individuelle Verfolgung nicht vor, sondern, ich will es mal so wie eine allgemeine Gefährdungslage beschreiben, durch Bürgerkrieg oder auch, dass Menschen schon in den Anrainerländern sich in den Einrichtungen dort befinden, kommt die Gewährung subsidiären Schutzes in Betracht. Und diesen Status haben im Zeitraum von Januar bis September rund 75.000 Menschen zugesprochen bekommen. Diese Gruppe ist nun von der zweijährigen Aussetzung betroffen.
Eins muss ich aber auch klarstellen, die Aussetzung des Familiennachzugs schließt die Aufnahme von Familienmitgliedern aus humanitären Gründen nicht völlig aus. In einzelnen Ausnahmefällen kann eine Aufnahme nach § 22 Aufenthaltsgesetz in Betracht kommen. Danach kann einem Ausländer aus völkerrechtlichen dringenden humanitären Gründen oder auch zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland ein Aufenthaltstitel nach § 22 Aufenthaltsgesetz erteilt werden. Das Auswärtige Amt kann in eigener Zuständigkeit und auch in Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden auf dieser Grundlage des § 20.1 Aufenthaltsgesetz eine Ausnahme erteilen, wenn eine besondere Notsituation dies unausweichlich macht. Aber es muss dann sich um eine besondere Notlage handeln. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass die Aufnahme von bei der Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen der EU-Kontingente eine familiäre Bindung auch berücksichtigt wird. Kann. Frau Woltmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Beck? Ach, Herr Beck, ja, bitteschön. Guten Morgen, Frau Woltmann. Guten Morgen, Herr Beck. Es freut mich, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wollte Sie mal fragen zu dem Paragraphen 22 Aufenthaltsgesetz, der ja eigentlich eine prima Regelung ist, aber leider meines Erachtens der toteste Paragraph des Aufenthaltsgesetzes. Wie viele Aufnahmeentscheidungen nach § 22 Aufenthaltsgesetz hat es im letzten Jahr und wie viel in diesem Jahr gegeben? Also ich kenne einen Fall, da habe ich mich selber drum gekümmert. Ansonsten kriegt man das in der Regel nie hin. Ich kann Ihnen die genaue Zahl jetzt auch nicht nennen von dem letzten Jahr. Es sind weniger gewesen. Das kann ich so jetzt antworten. Das will ich gerne später aber auch noch beantworten. Aber die Zahl habe ich jetzt hier nicht parat. Wir haben nur festgestellt, dass wir durch die hohe Anzahl der Flüchtlinge, der Migranten, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, über 1 Million. Ich hatte das ja auch schon zu Beginn gesagt, dass wir sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt haben, unser Asyl oder unsere Verfahren wieder in ein geordnetes Verfahren zu überbringen. Wir tun das ja auch nicht, um irgendjemanden zu ärgern oder die gesetzliche Regelung, sondern wir wollen einfach wieder zu einem geordneten Verfahren kommen. Sonst überfordern wir Deutschland, sonst überfordern wir sehr viel. Aber ich komme in meiner Rede auch noch darauf zurück. So, jetzt ist Frau Woltmann wieder dran. So, ich hatte bereits gesagt, dass wir aus humanitären Gründen dass wir eine Härtefallregelung haben und dass wir in besonderen Notlagen auch Menschen dann bei dieser Situation helfen können. Für anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention gilt ja weiterhin, dass der privilegierte Familiennachzug, das heißt, da muss weder nachgewiesen werden, ob der Lebensunterhalt gesichert ist, ob Wohnraum zur Verfügung steht, das muss alles nicht gemacht werden. Wenn wir die Menschen, die Subsidiärschutzbedürftigen, wieder gleichstellen würden, hieße das auch ja, für diese Menschen muss das nicht gegeben sein. Und das ist einfach eine schwierige Situation. Wir müssen bei dieser Diskussion nämlich beachten, dass gerade unsere Kommunen, aber auch viele Ehrenamtliche mit der Integration von Schutzberechtigten vor einer immensen Herausforderung stehen. Sie sind letzten Endes dafür verantwortlich, dass die Unterbringung und die Integration der Flüchtlinge so gut gelingt, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Der fehlende Wohnraum in vielen Kommunen spielt dabei eine große und entscheidende Rolle. Und deswegen halte ich es für richtig, diese getroffenen Maßnahmen, die wir durch das Gesetz so beschlossen haben, auch erst mal wirken zu lassen. Und wir lehnen es daher ab, die erst vor einem halben Jahr mit gutem Grund eingeführte Wartefrist für den Familiennachzug zurückzunehmen. Frau Woltmann, sind Sie bereit, eine weitere Zwischenfrage oder Bemerkung zu akzeptieren vom Kollegen Maywald? Nein. Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie verweisen in Ihren Anträgen auf die Neubestimmung des Bleiberechts und der vereinfachten Aufenthaltsbeendigung, die wir 2015 verabschiedet haben. Ja, das ist so. Hatten wir diesen Personenkreis mit einbezogen. Aber wir haben in der Zwischenzeit eine veränderte Situation, nämlich die schon gerade auch von mir erwähnten 1 Million Menschen mehr,
die nach Deutschland gekommen sind, was wir ja auch erstmal bewältigen müssen und umsetzen müssen hier bei uns in Deutschland. Und als wir das Gesetz 2015 verabschiedet haben, kamen noch nicht täglich 6.000 bis 10.000 Menschen nach Deutschland. All diese Menschen müssen untergebracht werden, sie müssen versorgt werden. Auch die Familien, die dann nachziehen, müssen versorgt werden, brauchen Wohnraum. Und um eine Überforderung der Kommunen zu verhindern, war und ist eine Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige um 2 Jahre erforderlich und gerechtfertigt. Und lassen Sie mich noch eins klarstellen. Wir haben Regelungen für anerkannte Flüchtlinge, ihre Familien nachzuholen. Dazu gehören Eltern und Kinder, also die Kernfamilie. Wir müssen in der Abwägung aller Fakten und Positionen darauf achten, dass weder die Menschen noch die Kapazitäten in unserem Land überfordert werden. Wir müssen erst einmal denen helfen, die hier sind. Es ist eine verantwortungsvolle Abwägung, der wir uns ständig stellen müssen. Und die Bundesrepublik Deutschland wird ihrer Verantwortung in der Flüchtlingsfrage mehr als gerecht. Vielen Dank. Vielen Dank, Barbara Woltmann. Die nächste Rednerin.